Hallo, ich bin Heike. Wir werden jetzt zusammen einen Pflanzenextrakt feinfiltern. Ich habe bereits alles vorbereitet. Hier unten ist die Saugflasche, darin sitzt der Gummikonus, da drin die Glasfritte und an diesen Saugstutzen habe ich den Peleusball befestigt. Den müssen wir jetzt bedienen. Wir drücken zunächst dieses Ventil, dann mit der anderen Hand den Peleusball zusammen. Und mit Druck auf diesem Ventil lassen wir die Luft aus der Saugflasche, sodass ein leichter Unterdruck entsteht. Jetzt geben wir den Extrakt oben in die Fritte. Ganz wichtig, dieser Extrakt ist vorgefiltert mit einem Faltenfilter. Er ist ganz klar. Das ist ein Extrakt, wie man ihn normalerweise verwenden würde. So, jetzt werde ich den Peleusball benutzen und einen Unterdruck erzeugen. Und das muss man am Anfang einige Male machen. Sonst fließt nichts. 3-4 Mal reicht normalerweise aus. So. Ja, da kommt er. Man sieht oben den Tropfen und da fließt der Extrakt durch. Und das ist wirklich erstaunlich. Ich habe hier eine Glasfritte mit Porosität 5. Das ist die feinste Fritte, die es gibt, die steril filtert. Ich wollte Ihnen zeigen, wie gut der Extrakt dennoch durchfließt, wenn er vorgefiltert ist. Normalerweise filtere ich mit Porosität 3, höchstens 4, das ist schon fein genug. Wir werden aber gleich sehen, wie viel Schwebstoffe tatsächlich noch in diesem Extrakt waren. Sie werden sich wundern. Wir schauen jetzt mal oben rein. Tja, so viel Schwebstoffe waren noch hier drin.